So, da sind wir auch schon wieder. Irgendwie ist gerade mein Baldur's Gate mal wieder abgestürzt, weil ich aus Versehen hier auf die Treppe nach oben geklickt habe, während ich voll im Kampf mit Skeletten war. Ich habe sicherheitshalber mal einen Safe angelegt. Wir hatten zum Glück einen Autosave, als wir hier über den Ausgang gekommen sind. Dann versuche ich jetzt nochmal zu rasten. So, diesmal hat es geklappt, ohne Probleme. Die meisten sehen ganz gut aus, Ja. nur Kalit und Minsk sehen nicht so toll aus. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Komm, nimm den Heilzauber. Das ist beim ersten Teil manchmal ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob es an meiner Maus liegt oder am Spiel selber, dass er manchmal die Klicks nicht richtig nimmt. Es gibt so viele Orte, an denen ich jetzt nie wäre. So, eins heben wir uns für den Notfall auf. Obwohl heimen wir ordentlich, weil und rasten dann einfach nochmal. Ja. So. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Was wollt ihr? Heimen wir einmal ordentlich durch. Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. So, noch einmal Kalit. Wir haben eine Aufgabe. Dann noch einmal Minsk. Ja, beim nächsten Rasten kriegt er den Punkt auch. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So, Imoen. Was wollt ihr? Du nimmst deine beiden Heilzauber, Heilfähigkeiten noch herbei. So, alle einigermaßen geheilt. Quick Save und einmal ausruhen. Okay. Dir fehlen 2 Punkte, dir fehlen 2 Punkte, dir fehlen 3. Es macht aber nichts. Alle anderen sind gesund und putzmunter. Nichts leichter als das. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir gehen jetzt. Gut. Wieder nach hier unten. Ignorieren alles, was an Phasenspinnen und so weiter kommt. Oh, und identifizieren Sachen. Plattenpanzer plus 3. Die praktische Verteidigung. Sind wir hier einigermaßen sicher? Ja, nein, wir gehen am besten nach einer Etage runter. Ich weiß nämlich, okay, der Brunnen ist geöffnet. Ich weiß nämlich, dass wir hier unten im ersten Gang sicher sein dürften. Genau. Sicher ist sicher. Schlüsselstein. Ausgangsschlüsselstein Stufe 1. Dieser Schlüsselstein öffnet den Weg zu der Ebene unter dieser, wenn er in den Brunnen gelegt wird. Haben wir gemacht. Brauchen wir eigentlich dann eigentlich nicht mehr. Ah, identifizieren wir das Schwert. Und den Rest können wir jetzt nicht mehr identifizieren. Gut. Schwer zu Minsk. Jetzt zu dem Brustharnisch. Oder dem Plattenpanzer. Die praktische Verteidigung. Im ganzen Land gibt es keine bessere Rüstung für den umherreisenden Abenteurer. Die Rüstung, eine teure Sonderanfertigung für Bolhur Donneraxt, war seine kostbarste und wohl auch die mit den meisten Verzierungen. Sie ist unheimlich praktisch, denn Bolhur verlangte nach Rüstungen, die hochwertigen Schutzboten und die dennoch in keiner Weise behinderten. Und behindern bezog er dabei nicht nur auf seine Bewegungsfreiheit oder das Gewicht. Die ideale Rüstung sollte den Härten seiner Streifzüge mit möglichst wenig Wartungsaufwand standhalten. Das soll dann aber nicht heißen, dass Bolo Donneraxt seine Rüstung vernachlässigte. Wagtet ihr dies zu behaupten, würdet ihr euch großen Ärger einhandeln. Aber an der normalen Pflege einer herrschaftlichen Rüstung mit Spucke und Politur konnte er keinen richtigen Gefallen finden. Und dann erst die Quasten und Verzierungen eines Feldharnisches, wie sie von Königen und Staatsoberen getragen werden. Einem arbeitenden Zwerg ist der Nutzen wichtiger als das Aussehen. Ja, das kann ich unterstreichen. Rüstungsklasse 0, Gewicht 18. Kannst du den tragen? Nein. Okay, so kriegst du, würdest du weiter bei minus 5 sein. Wem könnte ich den noch geben?
Dich könnte ich dadurch auf minus 5 bringen. Du kannst den nicht anlegen. Und wenn du ihn anlegen würdest, dann würdest du nur auf minus 2 kommen. Mit dem Ring kommst du auf minus 3. Du würdest auf minus 4 kommen. Du kannst den gar nicht anlegen und du auch nicht. Okay, wem gebe ich den am besten? Eigentlich ja, würde ich ihm am liebsten ihr geben. So, weil der passt am besten zum Schild und zu dem Helm. Also auch die Farbe und alles. Ich könnte Khalid das hier so geben. Da hätte er auch minus 5. Ja, das würde passen. Und Minz kann ich den Ankeck-Panzer leider nicht geben, weil... Ja, das würde wieder auf selbe hinauslaufen. Okay, Minsk ist ziemlich überfüllt. Das heißt, die Pfeile und die Heizkette bleiben hier. Edelsteine kommen zu Khalid und der Rest kann da bleiben. Den brauche ich auch gar nicht anordnen, weil das alles eh verkauft werden sollte. Gut. Pack mal den Trank nach da hinten, so. Gut, wir sind auf der zweiten Ebene des Dungeons angekommen. Ich habe ein bisschen Platz hier frei. Also können wir uns erst einmal die Bücher, die hier liegen, ansehen und sie dann wieder zurücklegen. Wut und Zorn bewegen ihn nicht länger. Gefühllos ist er der verräterische Doppelgänger. Okay, ein Reim über Doppelgänger, wahrscheinlich von Durlak geschrieben. Was haben wir hier? Zu jung zu kämpfen, doch nicht zu sterben. Gab's keinen Entrinnen für ihn? Fürnebot, meinen Erben. Okay, das ist auch wieder ein Reim. Ziemlich trauriger Reim. Naja. Was? Beinahe unter meiner Würde. Eure Anständigkeit ist erfrischend. Was hast du zu sagen? Rippeln begegnet. O Kiel, Clansprinz dieser düsteren Runde. Ihr machtet den Tod zu eurer besten Stunde. Gut. Und als letztes, was haben wir hier? Islaine, mein Weib, meine Angebetete. Nur deine Gestalt war es, die ich tötete. Okay, wenn man sich das so alles durchliest, klingt das doch schon ziemlich traurig, was hier so abgegangen ist. Ich verschwinde jetzt. So, Imoen. Geh hier mal vorsichtig in diesen Raum. Okay, hier sind schon mal jede Menge Statuen. Zwei Geheimtüren, die verschlossen sind. Übrigens sind die Türen hier oben, glaube ich, auch verschlossen. Ja, nichts leichter als das. Ja. Und zwar alle drei. Was wollt denn? Ich verschwinde jetzt. Und hier haben wir ein Gemälde auf dem Boden, hm? Oder Wandteppich. Aus den verwobenen Tiefen des Wandteppichs starrt euch die zusammengekaute Gestalt eines Doppelgängers an. Sein Blick scheint euch zu folgen, um manchmal zu den mit Spinnweben bedeckten Statuen an beiden Seiten zu schweifen. Ja, okay. Oh, und ein Globus. Ja, der Tote hier verrät schon mal, dass da eine Falle sein muss. Und immerhin findet die Falle auch gleich. Das ist so Geheimfach-Globus. 5 Hastrollen. Eine Perle. Heiltränke, mal wieder. Gegengift und großes Malison. Okay, also 5 Hassschriftrollen. Ist schon mal übel. Das zu Minsk. Das weg. Großes Malison. Dieser Zauberer ermöglicht es dem Werfer. Probieren wir einfach, ob wir ihn schreiben können. Ansonsten hat er nämlich überhaupt keinen Sinn. Und 4 Heiltränke. Jetzt haben wir viel zu viele. Und ja, auf dieser Ebene werden wir einen Haufen Heiltränke verbrauchen. Das nehme ich mal schon vorweg, weil die Ebene ist ein bisschen buggy, was diese Türen hier angeht. Die können nämlich, wenn wir hier unten rasten, auf dieser Ebene einfach zugehen und wir sind drin eingesperrt. Ja? Hier lang. Okay, gut. Das ist mir schon nämlich schon einmal, ein oder zweimal sogar passiert. Und auch anderen Spielern.
Sogar einem Let's Player, dem ich zugesehen habe, ist das mittendrin passiert. Der hat dann nach einer Lösung dafür gegoogelt, genau wie ich auch damals. Und ja, es gab keine. Bug. Ganz einfach. Das Böse laut hinter jeder ja, Minsk. Man muss aufpassen, wohin man dreht. Also, diese beiden Statuen hier scheinen eine Bedeutung zu haben. Benutzen wir sie mal. Wow, und da geht hier die Tür auf. Und hier kommt ein Sparrings-Dummy zum Vorschein. In den Räumen ist das wieder ein Geräusch aufeinander mal das Steine zu hören. Ganz in der Nähe hat sich eine Tür geöffnet. Ihr werdet vom Grauen gepackt, dass sich der Raum mit dem Geräusch sich verschiedener Steine füllt. Irgendwo ganz in der Nähe hat sich eine Tür fest verschlossen. Und eine andere hat sich geöffnet, nämlich diese Tür hier. Gut, okay. Gehen wir mal hier rein. Gucken uns vorsichtig um. Hier ist nochmal eine Geheimtür. Da oben haben wir noch eine Geheimtür entdeckt, obwohl wir da gar nicht hingucken können. So, erstmal gucken wir hier rein. Fluch brechen. Ob das Dünner hier lernen kann? Und noch Geschosskugeln und die Pfeile und so lassen wir mal liegen. So, Dina, hier kannst du das lernen. Hättest du lernen können, aber hätte nicht sein sollen. So, Kugeln plus 2. Robe eines Abenteurers, die trägst du bereits. Also kriegt Minsk die mal. Und diese Perle geht zu Kalid. So. Gut. So viel dazu. Mich kümmert, denn ich verschwinde jetzt. Einmal Quicksave machen. Das war also in dem Schrank drin. Den Rest da können wir ignorieren. Jetzt können wir hier für einen Bolt Schlüssel nehmen. Okay, der macht die Tür zu dem Dummy auf. Ja. Hier drüben ist Kiel Schlüssel. Der macht erstmal gar nichts. Und hier haben wir den Islane Schlüssel. Der öffnet hier eine Tür. Islane, euer Haar ist offen, meine Liebe. Okay, das scheint Dullak zu sein. Und hier ist die Tür zugefallen. Nicht so toll. Oh, und die Moin ist gehindert, verlangsamt. Die Fackeln gehen aus und die Dunkelheit bricht herein. Es ist Zeit zu schlafen, mein Herzchen. Die ignoriert uns einfach. Islane, meine Geliebte, mein Liebling, meine Liebste, mein meine Ps. Okay, Doppelgänger, der sich jetzt gerade mit einem Zauber selber Aua gemacht hat. Ich würde gern wissen, was Imoen so Schweres trägt. Naja gut, die Schlüsselsteine. Gut, das heißt der Firmenwolfs-Schlüsselstein. Achso, die nehmen wir einfach mal so mit. Der Kielschlüsselstein ist der einzige, der nichts gemacht hat. So, öffnen wir mal wieder die Tür hier. Das können wir nämlich. Und dann versuchen wir mal, den Doppelgänger hier rauszulocken. So, der spiegelt sich jetzt erstmal. Schon erledigt. Nicht ich bin voll bewaffnet. Beinahe unter meiner Würde. Das ist ja noch okay, dass es sich spiegelt. Jetzt müsste er gleich Hast auf sich sprechen. Ja. Zauber Hast. So viele Orte, an denen ich jetzt lieber wäre. Ihr braucht. 3 Schaden an Talisa. Ist nicht gerade viel. Und jetzt hat er Panik. Ich tue mein Bestes. Und weggesagt. Gut. Was hat er dabei? Ein Heiltrank. So, wir haben eine Tür entdeckt, die wir auch wieder nicht öffnen können. Okay, das heißt, die Seite haben wir erledigt.
Wie man sehen kann, ist hier einfach nur ein Gang zurück in diesen Raum hier gewesen. Das heißt, wir öffnen jetzt wieder die andere Seite. So, das wurde jetzt ein bisschen fernmechanisch gesteuert. Oh, nebenbei, hier liegt noch ein Buch, was wir uns angucken können. Das können wir auch kurz mit Emo hin machen.